Aus einem Scherz heraus ist Alfred vor 2 Jahren mit einem Freund auf eine etwas ungewöhnliche Idee gekommen und hat daraus ein Unternehmen gegründet. Sie verschicken europaweit Tierkot. Über ihre Internetseite kann man zum Spaß oder als Rache das stinkende Paket bestellen. Abpackung, Lagerung und Versand finden in Alfreds Wohnung statt. Alfred, was machst du da? Ich check gerade die Bestellungen ab, die was neu gekommen sind, damit ich mir die Sachen vorbereite. Ich muss die Texte ausdrücken und zuschneiden und die Scheiße dann abwiegen. Also jetzt schaue ich nur, welche Dosen das ich brauche, welche Verpackungen. 2 habe ich schon hier, die Dosen, und habe da hinten noch andere. Da habe ich Wie viele Bestellungen kommen da, Alfred? Ja, es sind ab und zu 5 bis 10 Bestellungen am Tag. Also wir haben einiges zu tun, dass wir das schaffen. Ich mache das mittlerweile nicht mehr allein. Ich habe da einen Freund, der was mir hilft dabei, die Sachen vorzubereiten. Also jetzt mache ich es selber. Jetzt nehme ich nur einmal die große, die Jumbo-Verpackung mit einem richtigen Kilo Scheiße kommt da rein. Und die kleinen 200 Gramm, das sind die meistgekauftesten Verpackungen bei uns. Die lagerst du im Schuhschrank? Ich habe unten im Keller habe ich einige mehr. Also ich kaufe das schon 100 Stück, weil nach oben bringe ich mir immer ein paar, dass ich nicht im Hobby laufen muss. Deswegen. Die Freundin hat nichts dagegen? Nein, die hat nichts dagegen. Die in der Zwischenzeit überlebt sie schon, weil früher habe ich die Scheiße draußen backen müssen. Jetzt mache ich es teilweise, bin ich ein bisschen ordentlicher, mache ich es auch am Küchentisch. Also sie lebt damit in der Zwischenzeit. 1300 Pakete versendet das Jungunternehmen bereits pro Jahr. 200 Gramm für 16 Euro und 40 Euro das Kilo. Einige dann halt doch Leute aufmerksam machen auf ihr Verhalten, dass das nicht das Beste war, weil du kannst einen Grußtext dazugeben. Ja, du kannst demjenigen eigentlich die Meinung sagen, warum er die Scheiße jetzt kriegt. Und deswegen sollte es dann doch anonym sein. Ja, und eine war recht lustig. Da ist dann die Freundin draufgekommen, dass er eigentlich noch eine Ehefrau hat und von ihm hat er noch irgendwas gefangen. Ne? Und deswegen hat sie ihm dann ein Paket geschickt. Ja? Und so in die Richtung einfach ein paar kleine Sachen erledigen auf dem Wege. Was hat er gefangen? Sie hat eine Krankheit also von ihm gefangen, ne? Durch den Geschlechtsverkehr, weil er Frau, Freundin, keine Ahnung. Ne? Und deswegen, auf das hin hat sie ihm ein Paket geschickt. Also es sind ein paar so Perlen dabei im Ganzen, warum es so, das ist schon lustig, ab und zu die Texte anzuschauen, warum ist das eigentlich wer schickt. Ich habe da einige Kübeln, muss ich nur schauen. Im Badezimmer, in der Badewanne. Ja, immer wieder mal, wo halt kurz Platz ist. Nein, ich räum's dann immer wieder weg, also dass es nicht da herumsteht. Ja. Also in die Kübeln habe ich eigentlich, zurzeit verschicken wir die Elefantenscheiße. Ja, die habe ich in die Kübeln, ich kann mal auspacken. Also erschreckt euch nicht, es stinkt ab und zu ein bisschen. Vor allem, wenn wir das dann schon wochenlang lagern, ja, dann kommt der Geruch ja doch dazu. Ach, so. Gewöhnt man sich da dran, oder? Man gewöhnt sich dran. Ja, schlussendlich, mir stinkt es nicht mehr. Aber für einen Empfänger ist es super, ne? Weil es wird doch verpackt, ist dann einmal 3-4 Tage in der Verpackung und bis dann ankommt, dann das Aroma, das entwickelt sich so richtig und dann hat er, also das Erlebnis hat der Empfänger dann schlussendlich. Im Kleinen haben wir 200 Gramm drinnen, also wir bemühen uns immer, dass das passt. Es wird sich wahrscheinlich keiner aufregen, wenn es ein bisschen zu wenig ist, aber das muss schon sein, dass wirklich 200 Gramm drinnen sind. Also waren da keine Beschwerden bis jetzt? Es waren noch keine Beschwerden, es waren vielleicht Anfragen, wer es bestellt hat. Aber da sind wir strikt, wir versprechen die Anonymität und das werden wir beibehalten und werden einfach den Besteller nicht verraten, wer das jetzt war. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel Saustelle mache, sonst kriege ich wieder Schimpf. Von wem? Ja, von meiner Freundin. Teilweise hat sie dann gesagt, sie verpackt die Scheiße lieber selber, weil ich doch viel zu viel Saustelle gemacht habe. Alfred ist mit seinem Unternehmen schenkscheiße.eu seit 2 Jahren am Markt. Es läuft gut, doch er möchte seine Produktpalette weiterentwickeln und auch keinen aktuellen Trend verpassen. Eine wichtige Strategie und da ist es egal, um welche Ware es sich handelt. Aber wir haben schon überlegt, ob wir nicht eine andere Scheiße also in unser Sortiment aufnehmen, weil langfristig ist es ein bisschen fad, noch eine zu haben. Und da haben wir immer gesagt, wir könnten ja mal zum Bauern schauen, zum Biobauern. So
Ja, Kuhscheiße, Pferdescheiße, gibt es einige Sorten. Da werden wir nachher schauen, was wir verwenden können. Das heißt, hier geht es auch nach dem Trend der Bio. Ja, ein bisschen Bio muss schon sein. Also wir machen es ja für den Kunden. Ne? Also für mich ist eigentlich wichtig, dass es stinkt. Ja, aber wenn der Kunde Bio hat, soll er Bio haben. Also schauen wir halt zum Biobauern da in Wien. War am Anfang ein Ekel dabei, oder? Ja, war schon. Ich meine, das Schlimmste war dann, also, dann waren es richtig viele Bestellungen und dann sind die Handschuhe ausgegangen. Und jetzt haben wir halt leider ohne Handschuhe da hinein müssen. Das hilft nicht. Wir haben einmal ein Videodraht, da haben wir sogar mit den Köpfen in die Scheiße geschlagen. Also wir sind schon was gewohnt jetzt. Aber das war nicht nur aus reinem Spaß, sondern für ihr erstes Werbevideo im Internet. Virale Netzwerke sind heutzutage ein Muss. Hallo, ich bin Alfred. Hallo, ich bin Erda. Und wir zwei gemeinsam sind www.schlimm.eu. Und bei uns könnt ihr anonym schenken! Woher kommt das jetzt eigentlich? Die Scheiße ist aus dem Zoo. Die kann man dort normal beziehen. Ist ja schlussendlich, der Empfänger kann ja froh sein, weil es ist ein hervorragender Dünger. Ja, es sind Garten gesetzt, die Erdbeeren wachsen wie nix. Und kriegst du das gratis? Also gratis kriegt man zurzeit leider nichts mehr. Man muss sogar die Scheiße kaufen. Derzeit bezieht der Unternehmer seine Ware um 3 Euro pro Kilo aus dem Prager Zoo. Er rechnet jedoch damit, dass Bio wie gewöhnlich mehr kosten wird, hofft aber beim Biobauern einen vernünftigen Preis zu bekommen. Alfred hat heute am Wiener Kobenzl einen Termin mit dem Biobauern Herbert Veit, um einen neuen Lieferanten für sein Unternehmen zu gewinnen. Der Tierkot wird mittlerweile nicht nur nach Österreich versandt, auch in der Schweiz und in Deutschland finden sich zahlreiche Abnehmer. Also schauen wir zuerst zu den Ziegen oder zu den Pferden? Schauen wir zu den Schafe. Ah, zu Schafe, ja, ja, können wir auch schauen. Gehen wir gleich mal weiter. Super. Für mich ist halt wichtig, auch, dass die Scheiße stinkt, aber wenn ich das im Kübel aufbewahre, dann entwickelt sich das Aroma richtig. Das ist richtig. Ja. Je weniger Luft dazu kommt, desto mehr stinkt es. Das war in der Vergangenheit schon so. Da hat man sogar Mist mit Wasser eingedeckt, damit das ja recht stinkt. Ah, danke für den. Recht sehr viel Stickstoff in den Boden kommt. Ah, danke heute für kompostiert den man, heute gibt man Luft dazu und ja, da stinkt es dann nicht mehr. Also da werden meine Kunden Freunde, Freude haben, dass ich so einen guten Tipp erhalten habe. Ein bisschen Wasser dazu und dann passt es. Warum ist es so wichtig, dass es stinkt? Ja, weil es ist der A-Effekt, ne? Der Unahnende öffnet das schön eingepackte Paket. Denkt sie jetzt, mei, da hat wer doch Tommy, macht es dann so auf und so ein Scheiß. Deswegen ist der Gestank so wichtig, weil das einfach das i-Tüpfelchen ist bei dem Ganzen. Nein, für dich ist das normal, also das ist so dein. Ja, das ist so meins. Also ich habe mich an die Scheiße schon so gewöhnt, dass das für mich normal ist. So, bitte sehr, also es gibt hier jede Menge davon. Gibt es da einen Weg, dass das für mich irgendwer dann schlussendlich einsammelt? Weil ich brauche davon so kiloweise. Ne? Also ich glaube, Freiwillige wird es da sehr wenige geben bei uns. Ja, da findet man schon den richtigen Angestellten, der was uns das macht. Aber jetzt mal für die Probe mache ich das selber, das ist überhaupt kein Problem. Aber was meinst du, was brauchst du? Na, ich denke, es ist. Ich brauche ja eine Riesenmenge. Ne? Deswegen sind wir dabei, Elefanten waren was. Dann waren es so 10 Kilo im Monat, mal von der Scheiße, 10 Kilo von der anderen. Und jetzt ist die ja relativ klein, also ist relativ anstrengend, das Ganze dann aufzuheben. Aber mal schauen. Wirst du? Da haben wir schon. Ja, hilfst mal ein wenig. Haben Sie da Möglichkeiten, Herr Veit, da irgendwie, dass es irgendwie gesammelt wird oder sowas? Oder gibt es da keine Möglichkeit? Das wird bei uns gesammelt und sogar selbst verwendet. Wir geben das natürlich auf die Felder und dort ist ein ganz, ganz wertvoller Dünger. Also wesentlich besser als synthetischer Dünger. Und für uns ist Mist ja kein Abfallprodukt, sondern ein sehr wertvoller Rohstoff. Für dich ist es wie ein Paradies, oder wie? Ja, ein Paradies würde ich dazu nicht sagen, aber ich sehe einfach die Ware, die was ich brauche zum Verschicken. Ne? Für mich als Bauer ist natürlich der Kot ein wichtiges Indiz, ob das Tier gesund ist oder nicht. Zum Beispiel hinten das eher weichere. Das ist ein Zeichen, dass die Tiere etwas zu viel gefressen haben und zu wenig Heu bekommen haben. Die schönen runden Kugelchen, die sind natürlich ideal. Also so sollte Verdauung bei einem Schaf ausschauen. Ein bisschen was braucht man. Da braucht man noch was.
Das ist jetzt ein Spezialprodukt, was ihr dann anbieten werdet, oder? Ja, ich werde mal schauen, testen. Ich packe das einmal eins aus, ein Probepaket mache ich davon. Dann lasse ich es mal ein bisschen stehen, als wieder Postweg. Und dann werde ich schauen, wie hat sich der Duft entwickelt und wie kann man das Ganze regeln mit der Abholung der Menge, ob die Menge passt. Und so, deswegen schauen wir mal. Deswegen nehme ich auch heute zwei verschiedene Sorten mit, ja, dass ich testen kann und schauen wir, was schlussendlich wird. Und dann kann man die nochmal her und da reden wir den Preis. Aber ich denke, da werden wir uns schlussendlich schon einig, was das anbelangt. Haben Sie so Vorstellungen, was wird das? Ja, wenn er gratis den Stall sauber macht, dann kann er es gratis beziehen. An was gratis? Stall sauber machen. Stall sauber. Ja, ich werde es nicht da, aber da finde ich wenn was. Aber das ist eine gute Vereinbarung. Okay. Arbeiten für Scheiße, ja, das tue ich ja immer. Gerade die kleinen Kügelchen der Schafe und Ziegen sind zeitaufwendiger in der Abholung als der Elefantendung aus dem Prager Zoo. Wo scheißen denn die normalerweise hin? Unsere Steindl, die haben ein eigenes WC, nämlich da. Aha, intelligent. Das ist genau dort, wo es zieht, wegen dem Geruch. Na, wirklich. Und wenn du da mal genau schaust, das zum Beispiel, das ist Schweinekot. Aha. Und stinken tut es, wie du es auch sagst. Genau. Ja, dann werden wir da mal ein wenig was mitnehmen. Boah, das ist wirklich mal der Hammer. Obwohl die Konsistenz ist nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Aber muss ich ja zugeben, sie stinkt richtig. Also werden wir es jetzt mit der Scheiße ausprobieren. Ein bisschen was nehmen wir mit. Werde ich schauen, wie die Arbeit damit ist. Und dann schauen wir weiter. Ich glaube, dann nehmen wir das so mit. Das könnte reichen. Also da möchte ich nicht der Empfänger sein von diesem Paket. Wie viel Kilo brauchst du so im Jahr? Also mir scheiße genau kiloweise weiß ich nicht, aber wir haben im letzten Jahr über 1400, 1500 Pakete geschickt. Ja, in jedem sind entweder 200 oder ein Kilo Scheiße drin. Da kommt schon eine richtige Menge zusammen. Das ist eine Tonne, ist das fast wahrscheinlich im Jahr. Ja, könnte sie vielleicht ausgehen, ja. Genau. Warum ist gerade die Schweine? Der Schweinekot so intensiv im Geruch? Ja, es kommt auf die Verdauung an vom Tier. Also Schweine sind Allesfresser, das heißt, es frisst doch alles. Und dadurch ist die Verdauung so wie beim Menschen. Und wenn man menschlichen Kot hernimmt, der stinkt ja eigentlich auch, genau genommen. Und Kutung zum Beispiel ist eher angenehmer von uns empfunden. Und Schweinekot ist eher unangenehm von uns empfunden. Also natürlich auch ein bisschen ein Muster im Kopf von, aus der vergangenen Zeit drinnen und die Ähnlichkeit vom Schwein zum Menschen. Wie die Ähnlichkeit vom Schwein zum Menschen? Ja, zum Beispiel, wenn jetzt bei den Schweinen irgendwelche Krankheiten und so weiter auftreten oder Keime, Bakterien zum Beispiel, und man gibt das jetzt im Gemüsegarten als guten Vorsatz, man düngt und zieht dort Gemüse und isst das, kann es sein, dass die Krankheiten übertragen werden über das Gemüse auf den Menschen. Für Alfred ein wichtiger Hinweis. Auch bisher hat jedes seiner Pakete eine Gebrauchsanweisung. Das ist auch wichtig, um die gesetzlichen EU-Richtlinien einzuhalten. Für Schweinekot müsste er wahrscheinlich ein paar Warnhinweise hinzufügen. Ja, also Warnhinweis, ne? Dass, wenn man, weil Warnhinweis ist, muss man dazu schreiben, weil wenn es lang im Kübel ist, dann fängt es zum Gären an und können einfach ungewünschte Stoffe dann wirken. Deswegen ist der Warnhinweis auch oben. Wir beziehen dabei einfach unsere Scheiße nur vom Zoo bis jetzt. Ne? Und dort sind die Tiere auch unter regelmäßiger ärztlicher Beobachtung. Deswegen ist es relativ sicher mit dieser Scheiße, was wir zurzeit verschicken. Ja, allerdings bei größeren Mengen in so einem Topf drinnen ist auch das Problem der Biogasproduktion. Das heißt, Bakterien zersetzen das Ganze. Aus dem wird Gas gemacht normalerweise. Und wenn man das jetzt schön einpackt und das fängt ins Gären an, dann kann es natürlich sein, dass dann eine Menge Biogas entsteht und ja, es kann bumm gehen. Hast du gewusst, dass es explosiv ist? Nein, das habe ich nicht gewusst. Bin ein bisschen schockiert. Weil das ist, ich muss ja auf die sichere Seite gehen. Ja, zum Testen ist jetzt einmal okay. Das ist nicht nur wertvoller Dünger, sondern ganz wertvoller. Das kann ich ja natürlich meine Kunden nicht antun. Ja. Ich habe zwar überlegt, dass ich eine Verpackung mache, wo das dann herausspringt, das ja, aber das dann schlussendlich explodiert, das wäre wahrscheinlich schon zu viel des Guten. Also die Scheiße hebt man, dann probiere ich das aus, ja, und dann melde ich mich wieder. Mhm. Vielleicht komme ich auch vorbei, schauen wir noch irgendwas anderes an. Ja. Ja, und dann werden wir uns schon einig, wie wir das machen. Ja, da liegt sie auch umeinander, das ist ein guter Zeug.
Alfred ist in der Zwischenzeit mit seinen Probepackungen wieder in seiner Wohnung angekommen. Bevor es für ihn Feierabend heißt, muss noch eine Bestellung zur Post gebracht werden. Ja, einiges von dem dauert schon seit Zeit, also Scheiße abwiegen und so ist nicht schnell. Aber wenn man sich das einteilt, dann schafft man das, wenn man will. So. Ja. Was wolltest du mal werden? Oder was war so dein Traumberuf? Keine Ahnung. Also einen Traumberuf habe ich eigentlich nie gehabt, aber ich bin generell sehr zufrieden mit meinem Leben. Ja, bin selbstständig, also ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen. Ich versuche mir immer das relativ schön also zu platzieren. Ja, es geht nicht immer leicht, je nachdem, ob viel Text ist, wenig. Aber ich schaue, dass das eine Form hat, Hand und Fuß. Das ist ja eine Dienstleistung und den muss man schon ordentlich machen. Auch wenn man es mit Scheiße macht. Rund 16 Euro kostet das 200-Gramm-Paket und rund 40 Euro das Kilo. Das Teure am Produkt sind jedoch die Verpackung und die Arbeitszeit. So, dann mein Grußtext hinein. Was steht da oben? Lieber Dad, dank sei dir für deine aufrichtige, langjährige Freundschaft. Hier ein kleines Präsent für dich. Liebe Grüße, Bad Reich. Lange Freundschaft? Das langjährige Freundschaft, ja, für die aufrichtige, langjährige Freundschaft. Könnte das als Spaß gemeint sein, aber auch ironisch, ja, wissen wir nicht genau. Europaweit ist Alfred mit seiner Geschäftsidee momentan der Einzige am Markt. So, und auf geht's zur Post. Die Post hat keine Ahnung, dass in dem Paket Scheiße ist. Aber ich denke, es ist gut genug verpackt, dass nichts ausrennen kann, nichts herausgeht. Also auch wenn sie es wüssten würden, würde sie es wahrscheinlich nicht stören. Guten Tag. Grüß Gott. Bitte schön. Also, ich möchte gerne das bei einem Paket verschicken. Ja, als Paket oder als Briefsendung? Also, wenn es geht, als große Briefsendung. Große Briefsendung, ja, ist wieder versichert. Kostet 4 Euro, ja, dauert ca. 2 bis 4 Tage. Ja, passt, ist in Ordnung. Ja. Wichtig, dass es pünktlich erscheint. Ja, bei einigen. Also wir sagen immer, dass man eben nicht genau sagen kann, wie lange das dauert. Also mir ist immer besser, früher als zu spät zu schicken. Wir haben einige Anfragen deswegen. Zu Geburtstagen lösen wir das so, dass der Mensch sich das zu sich nach Hause schicken lässt und übergibt es dann persönlich zum Geburtstag, dass das Datum auch hinhaut. Wir kommunizieren sehr viel mit dem Kunden, ja, dass wir die Wünsche erfüllen. Grundsätzlich gilt, dass der Schritt in die Selbstständigkeit auch mit den skurrilsten Ideen für jedermann möglich ist. Eine Portion Mut und Engagement braucht man, dann kann man sich seine Träume erfüllen.